Kann es sein, dass die Amerikaner deutlich klarer sehen, was mit der Wirtschaft wirklich los ist, was mit der Inflation wirklich los ist und was mit den Zinsen passiert, als Fed-Chef Powell, der ja noch letzte Woche bei der Pressekonferenz gesagt hatte, also eine Stagflation, die sehe ich nicht, weder das Stag noch Deflation, so wie in den 70er Jahren. Aber heute bekamen wir das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, das einzig wirklich relevante Konjunkturdatum in dieser so dünnen Woche, Handelsvolumina extrem dünn, keine wirklichen Daten, eben bis auf heute dieses Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Und siehe da, das ist so miserabel ausgefallen, wie es keiner erwartet hat. Aber zunächst mal die Aussagen von Paul. Der sagte, also ich sehe weder Stack noch Flächen. Und ja, natürlich in den 70er Jahren, als Paul schon unter der Sonne weilte, war natürlich die Inflation noch höher und war auch die Arbeitslosigkeit höher. Also die Wirtschaft hatte größere Probleme. Aber vielleicht sehen wir den Beginn eben einer sehr schwierigen Entwicklung, zumindest in den USA. Hier hast du deine Stack und deine Flächen. So Zero Hedge. Und schauen wir uns dieses Consumer Sentiment mal an. Abgestürzt auf 67,4 von erwartet 76,2, auch die Einschätzung der aktuellen Lage, die Erwartungen für das weitere Geschehen, wie auch eben die Inflationserwartungen sind deutlich gestiegen, sowohl für den Zeitraum ein Jahr als auch 5 bis 10 Jahre. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, passiert halt, aber wir sehen, das ist einer der größten Rückgänge zum Vormonat in der Geschichte dieses Index, eine 7er Standardabweichung erstens und zweitens diese Verbraucherstimmung der Uni Michigan gibt es seit den 1940er Jahren und noch nie in der Geschichte seit den 1940er Jahren ist diese Umfrage so stark von der Erwartung abgewichen wie heute oder wie das heute vorgestellte Ergebnis. Das ist also schon ziemlich relevant und vor allem wenig Besserung in Sicht, wie die Uni Michigan sagt. Wir sehen hier, alles geht nach unten, Sentiment, Current Conditions und Expectations. Weil die Amerikaner sagen, nee, die Zinsen, die werden nicht so schnell fallen und die Inflation wird dauerhaft sein. Und da könnten die sich bestätigt fühlen durch zwei Fed-Mitglieder, die sich heute geäußert haben, zugegebenermaßen aus dem eher hawkischen Lager. Bowman, die sagte, wir müssen die Zinsen auf dem Niveau halten für eine längere Zeit. Und Logan sagte, also es ist zu früh, um die Zinsen zu senken, aber die Märkte sagen sich, naja, lass die doch reden. Die Bank of America zum Beispiel sagt, wir erwarten die erste Zinssenkung bereits im Juli. Und was hat das mit den Märkten zu tun? Nun, man kann zeigen, dass es eine Relation gibt, eine Beziehung gibt zwischen diesem Verbrauchervertrauen der Uni Michigan und den Aktienmärkten. Und das macht auch Sinn, wenn die Amerikaner pessimistischer werden oder Konsumenten pessimistischer werden, dann hat das Einfluss auf ihr eigenes Verhalten. Sozusagen eine self-fulfilling prophecy. Und wenn es jetzt so ist, dass die Amerikaner die ganze Geschichte richtig einordnen, weil sie ja direkt vor Ort sind, direkt am Boden der Wirtschaft sind in gewisser Weise, dann würde das eben auch bedeuten, dass die amerikanischen Unternehmen Probleme bekommen werden. Und so sehen wir, das ist durchaus etwas, wenn wir bestimmte Niveaus unterschreiten beim Verbrauchervertrauen, dann wird es in der Regel auch für die Aktienmärkte dann demnächst schwierig. Diesmal auch, das ist die Frage. Wir sehen heute Titel wie von Bloomberg, S&P runs out of steam amid stagflation chatter. Also diese Stagflation ist durchaus offenkundig jetzt so langsam auch ein Thema an der Wall Street, zumal wir jetzt gesehen haben, dass nach den Daten, die heute um 16 Uhr veröffentlicht werden, die Zinssenkungserwartungen gefallen sind. Das heißt, die Märkte preisen jetzt etwas weniger Zinssenkungen ein als vor Veröffentlichung der Daten. Und in Sachen Stagflation sehen wir auch Arbeitsmarktparameter wie etwa den Kansas City Federal Reserve National Labor Market Index. In Deutschland kaum bekannt, aber in den USA durchaus beachtet. Das geht hier relativ deutlich nach unten. Wir haben die JOLTS gesehen, die nachlassen. Wir haben gestern ja diese höheren Erstanträge gesehen, über die die Märkte erstmal gejubelt haben. Aber das ist eben die andere Seite der Medaille. Das ist die Wirtschaftsabschwächung. Von der spricht auch Bostic, der sich heute geäußert hat, Fed-Mitglied, der gesagt hat, also immer mehr Leute erzählen mir, Business Leaders erzählen mir, dass die Dinge schwieriger werden. Und dass die Wirtschaft abkühlt.
Ja, das könnte durchaus passieren. Gleichzeitig aber sehen wir eine Euphorie an den Märkten, die dazu nicht so richtig passt. Ausgedrückt etwa im Short Interest bei dem S&P 500 oder auch beim Nasdaq Triple Q oder SPY. Also alle euphorisch. Und zwar so euphorisch, dass man von einem Melt-up schon sprechen kann. Beim DAX, vor allem auch beim FTSE, dem britischen Index, der jetzt so überkauft ist wie seit Mai 2018 nicht mehr, als gäbe es kein Morgen. Und interessant ist auch, dass die defensiven Sektoren eine Rallye zaubern. Die neue KI-Euphorie ist jetzt bei den Versorgern, also Strom, Gas, Wasser, all diese Dinge. Hier sehen wir, geht es nach oben und nicht nur die Utilities, also die Versorger, laufen, haben 52 Wochen Hochs gemacht, sondern auch Consumer Staples, also Dinge des täglichen Bedarfs, auch ein sehr defensiver Sektor. Und wenn man sich mal anschaut, wann laufen diese Sektoren gut, dann normalerweise in einer Stagflation. Ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt. Wir hatten ohnehin ja zuletzt immer mehr Stories in Sachen Stagflation und das machte auch durchaus Sinn, weil wir in letzter Zeit Überraschungen in Sachen Inflation bekommen haben. ISM-Indizes, die Preiskomponente, während gleichzeitig die Wirtschaftsdaten immer schlechter geworden sind, wie Sie hier rechts in der Grafik sehen. Und pünktlich 16 Uhr plötzlich kam Bitcoin unter Druck, praktisch ja ein Risiko- und Liquiditätsasset. Bums, da ging es ziemlich deutlich nach unten. Die Renditen sind gestiegen. Also da ist etwas passiert und der zuvor im kurzen Zeitfenster extrem überkaufte S&P 500 dann mit diesem Rücksetzer. Die Frage ist jetzt im größeren Zeitfenster, war das sozusagen jetzt das Ende dieser Rallye? Das werden wir wahrscheinlich erst nächste Woche mit den Inflationsdaten wissen. Aber wir haben ein ähnliches Setup, zeigt hier dieser Twitter-Account wie letzten Juli. Auch da hatten wir eine Formation, dass der 20-Tages-Durchschnitt unter dem 50-Tages-Durchschnitt bleibt. Das heißt, da ist irgendwie ein Problem mit dem Momentum. Wir werden sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Auch geopolitisch ist ein bisschen was los. Biden wird offenkundig die Zölle gegen chinesische Produkte deutlich erhöhen auf Elektrofahrzeuge. 100% Zoll. Bisher haben es die Amerikaner ja geschafft, diese chinesischen Elektrofahrzeuge komplett aus ihrem Markt rauszuhalten. Aber hier wird richtig Gas gegeben. Trump wird sich kaum weniger harmlos zeigen gegenüber den Chinesen. Und die Amerikaner wiederum haben natürlich ein Problem mit ihren Schulden. Heute hat dann Brainard, ehemals FED-Mitglied, jetzt Wirtschaftsberaterin von Biden, gesagt, naja, also die Unternehmenssteuern, die ja vor allem Trump deutlich senken will, Biden allerdings erhöhen will, vor allem Biden bei der Kapitalertragssteuer, die seien nicht nachhaltig in Sachen fiskalische Gesundheit. Und hier hat Nelson Cover eingewendet, dass eben nicht die Unternehmenssteuern das Problem sind, sondern vor allem die Ausgaben des US-Staates massiv zu hoch sind. Hier sehen wir mal, wie viel die Amerikaner in so kurzer Zeit an Schulden hinzugefügt haben. Das passt im Grunde in keine Grafik mehr rein. Das ist absolut krass. Und kommen wir nochmal zur EZB. Während die Fed also wahrscheinlich Schwierigkeiten hat, zeitnah die Zinsen zu senken, wollten, wie das heute veröffentlichte EZB-Protokoll zeigt, einige Mitglieder, man darf raten, woher kommen die, natürlich aus den Südländern, bereits im April die Zinsen senken. Jetzt hat die EZB ja klar gemacht, naja gut, dann machen wir es halt im Juni. Abschließend zwei Empfehlungen, bevor Sie das wohlverdiente Wochenende genießen. FED-Direktoren wollen Zinsen länger oben halten. Nochmal die Aussagen dieser beiden FED-Mitglieder, die das ganze Setup der US-Notenbank auf den Punkt bringen, das sich so stark unterscheidet von der Hoffnung auf Zinssenkungen durch die Märkte. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen. Und die zweite, die Dickfische, die Insider, die Großen, die Eigentümer wie Zuckerberg, wie auch Amazon-Chef Bezos, die verkaufen massiv Aktien. Warum auch nicht, muss jetzt nichts bedeuten zwingend, aber ist interessant, was da sozusagen vor sich geht. Diese beiden Empfehlungen möchte ich Ihnen mit ins Wochenende geben und sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.